Bei Stefan Mross und seiner neuen Freundin Eva Luginger könnte es wohl nicht besser laufen. Die beiden schweben auf Wolke 7 und teilen ihr Glück in einem Bild-Interview mit den Fans. Darin kommt auch Stefans Ex Anna-Karina Wojcik zur Sprache. Die noch Ehefrau des Schlagerstars kennt nämlich auch seine neue richtig gut. So wurde berichtet, dass sich die beiden früher sehr nahe standen, sogar sehr gut befreundet gewesen sein sollen. Wie ist das Verhältnis zwischen Anna-Karina und Eva wirklich? Anna und ich haben im gleichen Ort gewohnt und sind früher öfter mal essen mit unseren Partnern gegangen, aber wir haben in den vergangenen Monaten gar keinen Kontakt mehr. Als ich mit Stefan zusammenkam, war zwischen uns schon lange Funkstille, klärt Eva auf. Die Trennung von Anna-Karina und Stefan wurde im November 2022 offiziell. Einen Monat später kam der Moderator mit Eva zusammen. Im Dezember haben wir uns bei einem Glühweinumtrunk gesehen. Dann hat es zwischen uns gefunkt. Ich habe schnell gemerkt, dass wir gut zusammenpassen, verrät Eva. Tatsächlich kennen sich die beiden schon länger. Die Schlagersängerin war schon mehrmals in seiner Sendung Immer wieder sonntags zu Gast. Auch damals gab es ihrerseits schon eine gewisse Anziehung. Natürlich fand ich Stefan als Mann vorher schon attraktiv, aber ich hatte nie die Absicht, ihn mir zu krallen. Ich hatte damals ja einen tollen Ehemann, mit dem ich später im Guten auseinandergegangen bin.